Dankeschön. Danke. Hallo. Hallo Deutschland. Ich bin es, Kenan Al, eure Lieblingssura. Keiner kennt mich. Mein Name ist Kenan Al, ich komme aus Syrien. Habt ihr Fragen? Ja, das lief besser als bevor der Ukraine-Krieg. Wir waren eure Lieblingsflüchtlinge, jetzt nicht mehr. das ist mein Deutsch, ich spreche gut Deutsch. So. Ich sag Hallo, ich sag Halli Hallo. Ich sag Hallöle manchmal, wenn ich gut drauf bin. Hallöle! Hallöle, guten Tag, wie geht's uns heute? Geht's uns gut? Ja, schön. Ich spreche ein bisschen anders Deutsch als die anderen Ausländer. Ich sag andere Sachen. Weißt du, so ein bisschen Hochdeutsch, aber nicht so Hochdeutsch. Weil ich glaube generell, Ausländer sollen nicht so gut Deutsch sprechen. Ausländer sollen weiter schlecht Deutsch sprechen. Das ist mein Anspruch. Es gibt Redewendungen, Ausländer sollen nicht sagen. Und Wörter, die sollen nicht sagen. Araber und Türken sollen nie weshalb sagen. Könnt ihr euch Araber und Türken vorstellen, die weshalb sagen? Weshalb so spät? Weshalb so spät, Hassan? Komm, Hassan, sag es mir. Ich will wissen, weshalb du so spät, Hassan. Komm schon, Hassan. Weshalb? Raus mit der Sprache, Hassan. Raus mit der Sprache. Wo drückt der Schuh? Wo drückt der Schuh? Weshalb? Ich habe einen Kumpel von mir, er ist ein bisschen arrogant. Er spricht sehr, sehr gut Deutsch und ich gebe einfach an. Einfach für uns Ausländer so gut Deutsch sprechen. Ich habe einmal mit ihm geredet. Einmal hat er mir gesagt so, ja Mann, da wird der Hund der Pfanne verrückt. Wirklich? Seit wann reden wir so miteinander? Da wird jeder in der Pfanne verrückt. Ich habe ihn gefragt, was hast du gemacht? Matthias, ich bin heute zum Sport gegangen. Ob schon. Ausländer, die ob schon sagen, müssen abgeschoben werden. Ausländer, die ob schon sagen, müssen abgeschoben werden, ob schon sie integriert sind. Raus mit denen. Die Sprache ist, ich wohne schon lange in Deutschland und es gab viele Wörter auf Deutsch, die gar keinen Sinn gemacht haben. Ich habe verstanden, was das bedeutet, aber warum gibt es dieses Wort überhaupt? Es gibt Worte, die machen gar keinen Sinn für uns Ausländer. Die sind eigentlich nur für euch, Deutschen. Freizeitstress. Warum? Warum? Warum Freizeitstress? Du hast frei, entspann dich. Urlaubsaktiv. Wirklich, Deutschland? Doppelthaushälfte. Haus! Haus! Was ist die Strategie dahinter? Ich habe wirklich so nachgedacht, ich dachte, okay, die Strategie dahinter, okay, wir machen die Sprache sehr kompliziert für uns. Dann geben Ausländer auf. Und gehen sie wieder nach Hause. Und Araber und Türken dachten, okay, wir ziehen nach Berlin nach Köln. Wir sprechen weiter Türkisch und Arabisch und bleiben hier. Das ist die bessere Strategie. Funktioniert für den. Das Wort, das mich am meisten irritiert hat beim Deutschlernen, war das Wort Vorfreude. Vorfreude, was zum Teufel ist Vorfreude? Es hat später Sinn gemacht, nachdem ich lange in Deutschland gelebt habe. Ich dachte vielleicht, weil die Deutschen eine sehr enge Beziehung haben. Mit Spaß. Sie brauchen ein Wort, damit sie sich auf Freude vorbereiten können. Wie Vorfreude. Wie kann man das für Flüchtlinge erklären? Können wir jetzt freuen? Nein, bist du beschert? Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch in der Vorfreude. Reiß dich zusammen. Es kommt noch. Es kommt noch. Gleich kommt's. Gleich kommt's. Wir sind in Deutschland. Alles hat Ordnung hier. Es geht vor Freude und dann Freude. Und dann Tod. Und dann Schadenfreude.
Einer kam zu mir einmal nach einer Show und meinte zu mir, bei uns sagt man, Vorfreude ist die schönste Freude. Wirklich? Wie enttäuscht muss man gewesen sein? Vorfreude, yay, Freude. Ja. Ich fand Vorfreude viel schöner eigentlich. Ja, Mann, Vorfreude ist die schönste Freude. Wusstest du das nicht? Auch die Sprache ist krass. Wenn ich sage auf Englisch, I'm gonna make you laugh. Ganz simpel. Auf Deutsch, ich bringe dich zum Lachen. Ich bringe dich hin zum Lachen. Lachen ist keine Reaktion in Deutschland. Es ist ein Ort. Man macht einen Termin im Internet vorher. 3 Monate vorher. Ey Leute, ich bringe euch zum Lachen, komm mit. Ja, aber wir dürfen das überhaupt nicht verpassen. Ich warte seit 3 Monaten in der Vorfreude. Ich kann nicht mehr. Mein Name ist Kenan Al. Dankeschön. Ciao. Hallo, na? Hier ist eine Endcard. Das kennt ihr, oder? Also, was soll das immer? Das ist ja, wisst ihr doch. Das wäre gut, wenn ihr da mal. Das ist super witzig, wahrscheinlich, das Video. Und das ist auch super witzig. Das guckt ihr mal besser beides. Dann. Und hier abonnieren. So, und dann habt ihr auch schon auch mal was zurückgegeben. Danke.